ち、こちらによこせ。それでお主の望むように、桃姫は元通りの体となろうよ。Gebt uns die Klinge! Ihr wollt doch, dass Momohime wieder in ihren Körper gelangt, oder? Mune ni wa uchikubi no kimatta zainin o hitori kurete yaru. Sono uchi yori suki na karada o erabu ga yo. Ich könnte euch einen verurteilten Verbrecher geben. Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Mochiron Momohime wa modoshite mora. Mazu wa sore ga shito dodo o negao. Mina no mae de tama utsushi no jutsu to yara hirou shite mora aneba naran. Im Gegenzug rettet ihr Momohime und vollführt den Seelentransfer vor meinen Augen. Viele Fürsten starben auf der Suche nach ewigem Leben. Nun trachtet ihr nach dieser Kunst. Ich habe nicht vor, mich darauf einzulassen. Eines Tages klären wir das ein für alle Mal. Das ist aber alles wie beim ersten Ende, ne? Irgendwie. Ich werde nicht noch einmal unachtsam sein. Ihr gelangt nie wieder in diesen Körper. Ich töte Yukino, um die Kurumitsu-Klinge zu erlangen. Dann könnt ihr um ihn trauern. Ihr dringt hier ein und vergießt Blut wie ein Berserker? Das ist unerhört! Mit unerlaubter Eindringen in unser höchstes Heiligtum werde ich euch töten. Ihr wahnsinniger Mönch, ich bin eurem Anblick leid. Es ist an der Zeit, euch niederzustrecken. Bin mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Fort Fun, ja, mit unserem Schwert hier. Warte, warte! Kuromitsu no tachi wa kore ni azukatta. Moto yori jigoku no takara nareba, sonata ra ni wa sugitaru shiromono. Halt! Wir haben die Kurumitsu-Klinge an uns genommen. Ihr seid die Schatzes nicht würdig. Ikani Jinkuro, Gedo no Jashin de Ten ni tsuji, Hinomoto no Hikari saigiru Antaru ya Orokanari. Na, ihr habt voller Hass den Himmel betreten und das heilige Land beschmutzt. Migite ni Gouma Shakubuku no Riken. Der mächtige Beschützer Buddhas, Fudo Mio, wird euch jetzt austreiben. Ima, Taisei Fudo Mio, arawareta mote. Gouma no Jubaku ni te Chōbukusen. Kämpft gegen den Gott Fudo Miohu. Ja, und das ist ja wirklich alles ähnlich zusammen im ersten Ende bisher. Vielleicht geht das auch, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht, bin ich ganz so sicher. Buddhas Beschützer, Jetzt sehen wir, ob ein Muramasa einen Gott töten kann. Ja, darum geht's jetzt, ne? Naja.
natürlich wieder, dieses Ding hier wäre natürlich besser, glaube ich. Kann man mal ein bisschen. Weiß ich gar nicht. Das klappt auch nicht so gut mit dem Ding, hä? So. Okay. Hey. So. Kann so schön erledigen hier. Was man noch kaputt machen muss, ne? Und der andere, weiter. Ja. Da ist abgeblieben. Okay, ah. Wie haben wir jetzt auch hoch, ist die Frage. Kann ich den hoch hier irgendwie? Danke, hören. Und der Bauch. Da ist der Bauch, gut. Okay. Ich bleib hier oben und spamme meine Blitze. Bei ihr auch weg ist der eine, aber ne, auch mal nur nicht. Muss ich auch noch den auch noch erledigen hier. Wir sind damit zu treffen, ohne dass nie irgendwas passiert, das ist ja der Vorteil. Ich kann die treffen, ohne dass nie mir was passiert, das war einfach. So. Die Wiese treffen auch. Was hast du denn, hä? Ja, super. Jetzt darf ich hier irgendwie drauf. Was mache ich denn? Muss da nicht mal nach ran. Einfach das so machen. Und das war's dann. Das war ziemlich einfach. Ne, eigentlich. Ist das ja auch so nicht so schwer. Also geht es ziemlich einfach. Aber das wird jetzt, naja, noch einfacher. Man wird ja kaum getroffen. Ihr habt nur eine Statue besiegt. Jetzt werde ich die Gestalt eines Eroberungsdämons annehmen und alles in meinem Weg zerstören! Aha, Naokami? Das sind wir? Das ist also Sinkuro. これは一体どういうことだ。わしの元の体ではないか。桃姫に宿って不動明王を切りつけた。あれは夢か幻か。 Das ist mein alter Körper. Was ist passiert? War das ein Traum oder eine Illusion? Ja, so war es nicht. Das ist die Schuld. Na gut. Die Vergangenheit und die Ingo zu zerstören, Muramasa.
Nein, die Klinge hat Schuld daran. Man nennt Muramasa auch den Schicksalzerstörer. Es ist wieder jene Nacht in Narukami. Yukino und Momohime werden hier vorbeikommen. Muramasa sagt mir, wenn ich jetzt niemanden töte, vermeide ich die Probleme später. Er findet jetzt alles vor dem Spiel statt. Das heißt, wir haben uns offenbar so eine Zeitreise gemacht. Ja, durch unsere Klinge hat so unser ist jetzt unser Wesen wieder zurückgekommen in diese Gegenwart. Und wir erinnern uns auf einmal halt an alles und wollen jetzt was anderes machen. Passt auf, dass ihr nicht wieder fallt, Momohime. Ich war so fasziniert von den Kirschblüten. Vielleicht denkt ihr ebenso wie mein Opa, dass ich nicht damhaft genug bin. Ich finde, ihr seid voller Energie und Liebreiz. Aha, wir greifen die jetzt nicht an. Du ist das. Oh, ihr seht krank aus. Was ist mit euch? Habt ihr Schmerzen? Ja, skushi kaze o kojirasete orimashite na. Okizukai mo yo. Wie? Nein, das ist nur eine schlimme Erkältung. Sorgt euch nicht um mich. Michi o akero bimbo roni. Sono musai sugata de kono tori o urotsuku de nai. Nanda sono me wa. Macht Platz, Ronin! Haltet nicht den Verkehr auf der Straße auf! Wieso starrt ihr mich an? Fufuku nara nuite miru ka, aite ni naru zo. Mottomo, sono koshi no takemitsu dewa aite ni naranu darou ga na. Wenn ihr ein Problem habt, dann zieht eure Klinge. Doch die wird euch nicht viel nützen. Kono tori, gokanben wo. Ja, ihr habt recht. Verzeihung. Aha, wir greifen sie nicht an. Wir machen also alles anders. Fortfahren, ja. Muramasa, Unmei wa kawatta zo. Monku wa nakaro. So ändert sich das Schicksal, Muramasa. Machigatte toritsuku koto mo naku, fudou ni mo mei wa tsukeraretsu. Kore de Momohime ga shinu koto mo. Keine falsche Übernahme. Kein Fudo Mio. Und Momohime muss nicht sterben. Ah ja. Er macht sich doch Sorgen um Momohime, das Wohlbefinden. Und ja, deswegen hat er sich entschieden, ja, dass er nur Katastrophe verursacht hat, von wegen falscher Übernahme und kein und Fudo Mio auf seinem Streben sich zu retten. Ja. Habt ihr schon von der Hochzeit gehört? Ja, die ganze Stadt spricht darüber. Ich sah sie an der Seite des jungen Fürsten. Momohime sieht so rein und hübsch aus. Und der junge Fürst ist so gut aussehend und sehr beliebt bei den Damen. Das ist
あのお二方のむつまじいお姿を見れば、仕方がないと顔もほころんでしまいましょう。Ich kann nicht anders, als mich zu freuen, wenn ich das hübsche Paar sehe. 何にしてもおめでたいことでございます。Ja, das sind freudige Nachrichten. Ja, genau so sieht's aus. Ja, vor allem sind wir ja auch unschuldig geblieben, ja, wenn wir nicht übernommen worden sind. Am ersten Ende waren wir ja unwahr befreit, so, aber wir konnten mit dem Wissen jetzt einfach nicht mehr leben, so wirklich, ja, was wir alles getan haben und so weiter. これは奥様、雪の城様はいずこにおいででしょう。お役人様が参りまして、お目通りを願い出ております。Wo ist Yukinio, Wettdame? Ein Geistlicher ist hier, um ihn zu sehen? そういえば、他の女中も何やら言うておりましたが、何かあったのですか？ Eine andere Dienerin hat auch etwas gesagt. Ist etwas passiert? 城門の前に、雪倒れた浪人が屍を晒しておりますので、一応の見聞にお役人様が参ったのでございます。Ein toter Ronin wurde vor dem Tor gefunden. Der Geistliche kam, um ihn zu untersuchen. Ist jetzt in Kuro gestorben? Vor dem Tor? まあ、この寒空に一人寂しく息を引き取られるとは、おかわいそうに。ist einsam in der Kälte gestorben. Wie furchtbar. これも何かの縁。わらわからもお願い申します。その方を手厚く葬ってあげてください。Da eine Verbindung zwischen uns gibt, bitte ich, ihn ordentlich zu bestatten. Was für eine Verbindung? Kann sogar nicht wissen, dass die Verbindung gegeben hätte. Oh ja, 見かけぬ顔じゃが、そなたは？ Ich habe euch noch nie gesehen. Wer seid ihr? 身の回りをお世話いたします。キクにございます。今日よりよろしくお願いいたしまする。Ich bin Kiko. Von heute an werde ich euch dienen. Was passiert, wenn ich kann sich auch Kiko in einen Mensch verwandeln? Also von der Gottheit wird sie vielleicht auch zu Menschen? Dann könnte sie das nicht sein. Macht vom Namen her macht das auch Sinn, ne? いかがいたした？故郷が恋しくなられましたかな？不自由があれば申してください。良きに計らいましょう。Was ist? Vermisst ihr Naokami? Wenn ihr etwas braucht, kümmere ich mich darum. Mada, kochira no oyashiki ni narezu, mayou koto mo arimasu ga, Yukinojo-sama ga oraremasu dake de, warawa wa shiyawase ni gozaimasu. Ich habe mich hier noch nicht eingelebt, aber ich bin glücklich, solange ihr hier seid. こうして Yagyu to Kagami, 両家の関係が盤石となった今。お上の覚えもめでたく、なる神藩も安泰。Das Band zwischen unseren Familien wurde stärker. Und der Shogun vertraut jetzt nach Okami. まこと、めでたきことにござろう。Das ist doch etwas Wunderbares, oder? Denke ich doch schon, ja? Haut rein, jupp. Das ist auf jeden Fall anders hier. Yukinojo-sama wa...以前より荒々しくなられたように思います。何かお気に召さぬことでも終わりなのでしょうか？ Ihr wirkt in letzter Zeit so zornig. Missfällt euch etwas? 出し抜けに何を申すかと思えば、そうか、荒々しいか。以後気をつけよう。Was sagt ihr da? Ich wäre zornig. Dann werde ich in Zukunft umsichtiger sein.おかみと親父殿の意向に背いて少々やりおうたので気が立っておったのであろう。Ich hatte einen Streit mit dem Shogun und meinem Vater, weil ich mich ihren Wünschen widersetzte. それはまたどのような。我らは夫婦。わらわでよろしければお聞かせください。Was ist genau passiert? Wir sind verheiratet. Also bitte erzählt mir alles. 何？もう済んだ話。そなたが気にやまずともよい。話といえば、例の話を不況ついでにねじ込んでおいた。Es ist vorbei. Keine Sorge.
aber ich habe die Gelegenheit genutzt und verkündet. Yagyu Shinkage-ryu wo mo koeru aratana ryuha wo okosu ken yo. Dass ich Shinkage-Stil übertrumpfen werde. Ma, Yukino-jo-sama. Dewa, Shinkage-ryu ni mo makenu you ni yoi yobina wo tsuke neba narimasen ne. Er will einen neuen Kampfstil entwerfen. Was das wohl zu bedeuten hat. Oh, dann müsst ihr einen Namen finden, der dem Shinkage-Stil ebenbürtig ist. So, dana. Oboro. Ja, Izuna-ryu to demo nazuke you ka. Ja, das stimmt. Ich nenne ihn Oboro. Nein. Izuna-Stil. Na, was für ein Zufall. Dass er ein Izuna-Stil, dass er einen nach Izuna Shinkuro benennt. Aha. この雪の城、これ以降歴史の表舞台から姿を消しますが、様々な事件の裏には密かに名を連ねていたようで。暗躍の証拠が随所に見受けられると教えてくださるのは、今に研究を続ける学者先生でございます。一方で桃姫は、雪の城との間に三人の子をなして、名の通り百まで生きたと言われておりますが、文献にそれ以上の記録はなく、あとはご想像にお任せするより他ありません。ともあれ、長くお付き合いいただいたこのおぼろ剣百鬼夜行の物語、その顛末は大略核のごときものでございます。Ja, das war das dritte und damit auch letzte Ende von Momohime. Ja, wo quasi die Geschichte erzählt wird, wenn Shinkuro einfach nicht angreift. Ganz und klar gesagt, dass halt Momohime dann Yukino heiratet, 100 Jahre alt wird und drei Kinder bekommt. Ja, so ist mir die Sage. Und ja, wir haben entsprechend keine Dämonenklingen irgendwie erlangt, wir haben keine Leute umgebracht in unserer Seelenteilung und so weiter. Ja, was halt der Unterschied ist zum ersten Ende. Na gut, war das. Ja, gut, war das Ende jetzt. Naja. Gut, ich muss sagen, ich fand das Ende davor besser als das zweite. Wegen der Seelenfusion einfach. Weil er einfach so. Ja, weil er einfach beide zusammen. Beide leben können, ja, im Grunde. So, ja gut, so überlebt halt dann. So überlebt halt Shinkuro auch in Form eines Namens. Naja, Name ist ja unsterblich in dem Sinne sogar. Wird ja quasi so unsterblich durch den Namen. Im ersten Ende gibt ja Momohime ihr Leben auf dafür. Um für ihn zu beten und so weiter. Und ja, am zweiten Ende, wie gesagt, überleben wir beide eigentlich, ob wir beide mit der neuen Existenz als Identität anfangen. Das Ende ist besser, aber muss ja nicht eure Meinung sein. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr zu diesem Ende hier haltet. Oder auch zum nächsten, oder zu den anderen Enden bisher. Uns fehlt ja nur eins, nämlich das dritte von Kizuke, was wir beim nächsten Mal anfangen können, also langsam anfangen können. Dann machen wir noch die anderen Bosse noch von Momohime. Wir sollen auch noch ein, zwei Barrieren noch, die wir relativ schnell erledigen können, wahrscheinlich durch unsere Naokami-Halskette. Die jetzt hier bei Momohime gar nicht so nützlich war. Die braucht man nicht einmal in den Bosskampf. Wie gesagt, die finde ich ziemlich einfach. Der beim Shogun, der erste Mal Kizuke ist dann deutlich schwieriger. Aber ja. Für Momohime braucht man das jetzt nicht wirklich. Wir haben das ja auch gut jetzt geschafft, trotzdem. Ja, wir brauchten sie nicht, weil man kann die so gut erlegen, die beiden, und dann macht man diese
Aber hier diese Statue-Teile halt Platz. Das ist nicht so schwer. Na gut, das war wie gesagt das letzte Ende von Momohime. Beim nächsten Mal machen wir ja weiter. Noch mit Kizukas letzten Abenteuern. Und ja, jetzt geht es sicherlich nachher wieder, also nach den Credits wieder, ein bisschen mehr geben. Deswegen sage ich an dieser Stelle nur, ja, bis gleich. Halt die Legende von Momohime, das Bild da halt dazu, worauf die Spiegel vielleicht basiert. Ich weiß es nicht so genau, vermute mal, dass es Momohime sein soll. Und ja, verändere den Ausgang der Geschichte Kizukas, in dem du Oboro Muramasa verwendest. Ja, das machen wir dann entsprechend die nächsten Male noch. So, okay, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!